Mit Razzien und Festnahmen ist die Bundespolizei in ganz Deutschland an 62 Orten und Schauplätzen gegen die organisierte Kriminalität im Rotlichtmilieu vorgegangen. Hunderte Frauen und vor allem Transsexuelle sollen aus Thailand eingeschleust worden sein, um als Prostituierte zu arbeiten. Zwei Hauptverdächtige sind identifiziert. Sie sollen den Eingeschleusten, dem Fiskus und der Sozialversicherung nach Polizeischätzungen einen siebenstelligen Betrag vorenthalten haben. Demnach wurden die Prostituierten mit bis zu 36.000 Euro Schulden für den Transfer nach Deutschland belastet, die sie abarbeiten mussten. Mehr als 1500 Beamte waren nach Polizeiangaben im Einsatz. Mehr als 100 Personen wurden vorläufig festgenommen und 7 Haftbefehle vollstreckt, so ein Polizeisprecher in Siegen. Bundesinnenminister Horst Seehofer nannte die Großrazzia der Bundespolizei einen beispiellosen Schlag gegen ein bundesweit verzweigtes Netzwerk. Die Ermittlungen richten sich gegen insgesamt 56 Beschuldigte. Hauptbeschuldigte sind eine 59-jährige thailändische Beschuldigte und ihr 62 Jahre alter Lebensgefährte. Diese beiden sollen ein bundesweites Netzwerk installiert haben mit dem Ziel, thailändische Frauen und Transsexuelle in das Bundesgebiet zu verbringen, damit diese hier in Bordellbetrieben der Prostitution nachgehen. So der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main.